Es sieht so idyllisch aus, so friedfertig, ne? Und es war ja auch so, die hatten das drauf, so für Festlichkeiten und Feierlichkeiten es spannend zu machen und eine emotionale Stimmung zu erzeugen, die schön ist, die ich heute vermisse. Da war schon Stimmung, ne, auf der einen Seite. Und dann wieder 2 Minuten später konnte es richtig, richtig Power geben und konnte es richtig Angst und Strafe und sowas alles geben. Ich habe ja, nur weil ich ein Lied, eine Liedstrophe nicht reibungslos aufsagen konnte, konnte ich zum Beispiel an so einer Nikolausfeier nicht teilnehmen oder eine Geburtstagsfeier. Ich musste oben im Bett liegen, unten wurden die Tür wurde aufgelassen, das Zimmer war dunkel, ich hatte nichts, womit ich mich beschäftigen konnte, aber Geräuschfetzen aus der Festveranstaltung, wie so eine Art Folter. Die kriegte ich dann schon noch mit, ne? Aber mir war bewusst, ich durfte da nicht dran teilnehmen. Klaus Dickneiter hat seine Kindheit im Heim verbracht, einem kirchlichen Heim für Kinder mit Behinderungen. Zu seinen Eltern hatte er keinen Kontakt. Diakonissen kümmerten sich um ihn. Sie taten das auf menschenverachtende Art und Weise. Heute kämpft Klaus Dickneiter um Entschädigung für das, was man ihm angetan hat. Klaus Dickneiter hat nach seiner Zeit im Heim Sozialarbeit studiert und viele Jahre selber eine Einrichtung für Behinderte geleitet. Eigentlich hatte er mit seiner Kindheit schon abgeschlossen. Doch dann brach die öffentliche Diskussion über die Heimkinder in den Erziehungsanstalten los. Nur über die behinderten Kinder von damals sprach niemand. Darüber, dass auch sie in ihren Heimen gequält wurden. Viele können sich das ja auch gar nicht vorstellen, dass es sowas in der Form gegeben hat, mit Menschen, die eigentlich aus gesundheitlichen Gründen in eine solche Versorgungssituation gekommen sind und dann so misshandelt worden sind. Das ist ja für viele wirklich unvorstellbar. Und wenn Sie so wollen, es ist auch unvorstellbar, dass man aus solcher Situation sich nicht getraut hat zu wehren. Nicht? Es gab ja ganz wenige, selbst im Zusammenhang mit den Eltern ganz wenige, die an der einen oder anderen Stelle mal sich gewehrt haben. Aber ich weiß zum Beispiel von einer Situation, wo ich mich mal gewehrt habe und das hat massive Strafen zur Folge gehabt. Jetzt ist mir in mir auch ein Stück Kampfeswille entstanden, nicht? Zu sagen, nee Leute, ihr müsst dazu stehen und da muss was passieren. Das kann jetzt nicht einfach nur so unter den Tisch fallen, als wäre nichts geschehen. Inzwischen haben sich Dutzende Behinderte gemeldet, die in dem gleichen Heim in Volmarstein gelebt haben. Ihre Erinnerungen, Fotos und alte Dokumente hat Klaus Dickneiter im Internet veröffentlicht. Die Heimleitung und die Öffentlichkeit sollen erfahren, was damals geschah. Ja, alle Berührungen zum Beispiel, die es mit mir gab, waren pflegerische Berührungen, waren keine Berührungen von in den Arm nehmen und einfach mal wohlfühlen. Und das heißt, ich war im wahrsten Sinne des Wortes ein funktionierendes Gerät. Nicht? Was gepflegt werden musste, was angezogen werden musste, ausgezogen werden musste, beim Baden geholfen, auf die Toilette geholfen und solche Dinge. Es sind Dinge passiert, die weder was mit Zeitgeist zu tun haben, sondern die wirklich nach meiner Auffassung was mit Grobheit zu tun haben und mit Menschenverachtung zu tun haben. Und Menschenverachtung ist nicht ein Zeitgeist, sondern das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Als erstes denke ich, sollten wir deutlich machen, dass wir das Wenn allenfalls als eine gut gewollte Geste verstehen, aber die leider an verschiedenen Stellen sehr misslungen ist. In Volmarstein trifft sich Klaus Dickneiter mit Leidensgenossen von damals. Sie fordern Entschädigung von dem Träger ihres Behindertenheims. Auch bei diesem Treffen kommen Erinnerungen hoch. Zum Beispiel an eine Lehrerin, die selber gehbehindert war. Die Kinder sahen schon hinter der Schulfensterscheibe, wenn sie schwer hin und her wankte und auf uns zukam. Und dann spürten wir noch ein paar Minuten, dann knallte die Tür auf.
Und dann hat sie die Tür aufgeknallt und ging wahllos auf irgendein Kind los und hat dem Kind den Knüppel über den Schädel gehauen, hat unter den Fingernägel geguckt, ob da ein Hauch von Dreck sein könnte, und hat mit diesem Behindertenstock, der ja eigentlich ihre Behinderung ausgleichen sollte, draufgehauen. Das klingt so, ja, man hat sehr streng bestraft. Aber den Rechtsstatus, der inzwischen auch gutachterlich bestätigt ist, dass es sich um rechtswidrige Maßnahmen gehandelt hat, und zwar schon zur damaligen Zeit, nicht aus der heutigen Erkenntnis heraus, sondern zur damaligen Zeit. Ich finde, das ist auch etwas, wozu man dann auch stehen muss. Doch die evangelische Stiftung Vollmarstein steht bis jetzt nicht dazu. Sie spricht von Einzelfällen. Erst nach langem Zögern hat sie einem Treffen zugestimmt. 3 Jahre haben Klaus Dickneite und die anderen auf dieses Gespräch warten müssen. Mit welchem Gefühl fahren Sie denn jetzt zu diesem Gespräch? Was überwiegt da? Also ich bin ein bisschen angespannt, weil ich nicht so sehr viel erwarte. Ich glaube, wir müssen viel kämpfen. Bei dem Gespräch in dem Heim dürfen wir nicht dabei sein. Man wolle in einer persönlichen Atmosphäre miteinander reden, erfahren wir von der Heimleitung. Ein Fernsehteam würde stören. Nach 3 Stunden kommen Klaus Dickneite und seine früheren Mitschüler von dem Gespräch mit der Heimleitung wieder. Die ehemaligen Heimkinder schweigen und scheinen in Gedanken woanders. Klaus Dickneite findet als erster Worte. Der hat doch länger gedauert, als Sie wahrscheinlich dachten. Ja, das habe ich überhaupt nicht vermutet, dass das so lange dauern würde. Aber es war es wert. Es war es wert. Zur Überraschung aller hat die Heimleitung eingelenkt. Sie hat sich bei den Behinderten entschuldigt und Entschädigung zugesagt. 3 lange Jahre haben Klaus Dickneite und die anderen darum gekämpft. Wir haben heute ein Gespräch geführt, in dem es eben nicht nur leere Worte waren, sondern ganz konkrete Vorschläge, wo deutlich gemacht wurde, so können wir uns vorstellen, ein Stück Wiedergutmachung umzusetzen. Wir können nicht alles, aber wir können dazu beitragen. Und die konkreten Vorschläge, die da gemacht worden sind, sehen wir auch als einen Beitrag dessen. Insgesamt hatten wir das Gefühl gehabt, dass wir völlig überwältigt gewesen sind von der Initiative, die die Anstalten gehabt haben. Und als wir da hinten gesessen haben, da habe ich gedacht, es ist wirklich sichtbar, dass ein Zeitenwechsel stattgefunden hat. Ein guter Tag für alle hier. Und Klaus Dickneite beschließt, mit uns noch einmal in das Heim zurückzukehren. An diesen Ort seiner verlorenen Kindheit. Klaus Dickneite und Helmut Jakob besuchen Jochen Prietzel. Er gehört zu den Heimkindern, die es nie in ein normales Leben geschafft haben. Deshalb soll er einer der Ersten sein, der von der zugesagten Entschädigung profitiert. Jochen Prietzel braucht einen Helfer für alle möglichen Kleinigkeiten des Alltags. Er hat dafür gesorgt, dass ich vom Landschaftsverband einen Computer bekomme. Ich kann trotzdem nicht gut tippen. Auch man kann ja die Tastatur belegen mit sehr geehrte Damen und Herren. Da drückt man nur 2 Tasten. Ne, aber das dauert auch so lange. Ne? Und naja, und dadurch brauche ich da Hilfe, dass halt einer für mich tippt oder so. Ja, das dauert immer so fürchterlich lange, bis ich da irgendwas zusammengekritzelt habe. 8 Stunden, bis ich da so einen Brief einigermaßen getippt habe. Ja. Wir wollen, dass in einer solchen Lebenssituation, wie Herr Prietzel jetzt zum Beispiel ist, sichergestellt wird, dass er in seiner Lebenssituation, wie er leben will, auch weiterleben kann. Es ist kein Luxusleben gemeint oder sowas, sondern es ist gemeint, dass jemand in dem Rahmen, so wie jeder andere zu Hause in seiner Wohnung wohnen kann, auch jemand mit Behinderung wohnt, der normalerweise mit den Umständen dann in eine stationäre Einrichtung käme. Aber in diesem Fall soll sichergestellt werden, dass das nicht passieren muss, wenn er es nicht ausdrücklich wünscht. Haben Sie sich denn schon darüber Gedanken gemacht, ob Sie irgendwann mal wieder in eine stationäre Einrichtung gehen würden? Um Gottes Willen, nie wieder. Obwohl, das ist natürlich hier alles ein bisschen schwer, ne? Ich sau mir hier mal alles voll durch den Wackelkontakt. Ich laufe normalerweise mit Prothese, aber das ist ja hier auch verschlunzt worden. Ich krieg die jetzt demnächst. Und jedes Mal, wenn ich mit der Prothese, da habe ich unten am Boden was stehen, da ist immer irgendwas. Auch der Teppich hier, da habe ich den
Rollstuhl, der verdreht sich, sind Sie ja da auch, ne? Das ist ein winziger Ausgleich für die Nachteile, die Sie als Kinder hatten. Da haben Sie in Gefangenschaft gelebt. Da hat keine Schul- oder halb- oder fast keine Schulbildung stattgefunden. Da haben Gewalt und Verbrechen stattgefunden. Und da ist es ganz legitim, von der Gesellschaft zu verlangen, auf diesem Wege auch ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten. Das Johanna-Helenen-Haus in Vollmarstein. Ein Großteil seines Lebens war Klaus Dickneite hier eingesperrt, bewacht von Diakonissen. Das Haus ist heute noch eine Schule für Behinderte. Der Schulleiter führt ihn herum. Das gehörte noch nicht dazu. Hier war die Station, die Kinderstation, die Kleinkinderstation. Dieser Raum ist vergrößert worden. Nee, der ist verkleinert. Denn hier hat eine Säule im Raum. Das ist die Säule. Das ist die Säule. Genau. Dann ist der verkleinert worden, denn der ging nach dahin noch um eine Bettbreite. Wir müssen in den nächsten Raum. Das ist dann unser großes Zimmer gewesen. Klaus Dickneite war 2 Jahre alt, als er hierher kam, und 22, als er das Heim verließ. Bis dahin hat er nie ein richtiges Zuhause kennengelernt. Vielen anderen ging es genauso. Vieles ist umgebaut worden, und trotzdem sieht Klaus Dickneite in Gedanken, wie es vor 50 Jahren hier war. Natürlich erinnere ich mich, wenn ich da misshandelt worden bin. Oder wenn ich an diese Kammer denke, um die es da geht. Ne? Dass ich da nächtelang drin gelegen habe. Und wie gesagt, jedes falsche Geräusch hätte dazu führen können, wieder eine Tracht Prügel zu bekommen. Ich glaube, das ist kaum zu beschreiben, was das heißt. Also nicht nur mal ein paar Tage Angst zu haben, sondern wirklich durchgehend Angst zu haben. Durchgehend in dem Verdacht zu stehen, nur Schlimmes zu tun. Und dann werden die ehemaligen Heimbewohner von Johannes Dietrich begrüßt. Er ist der erste Heimleiter überhaupt, der die Forderungen der Behinderten akzeptiert. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, wenn man das Thema versucht, unter den Teppich zu kehren. Man kann nur, und das habe ich auch deutlich, auch positiv wahrgenommen, auch mit Hilfe der Gruppe, die sich ja sehr offen auch da gezeigt hat, dass wir das Thema sehr offen angegangen sind. Von vornherein eigentlich, jedenfalls in der Zeit, die ich jetzt überblicke, und auch sagen hier, wir wollen mit der Gruppe auch weiter zusammenarbeiten und uns interessiert auch, wie sie jetzt leben und wo wir da auch helfen können. Tut Ihnen das gut, Herr Dickneite, wenn Sie das hören, dass sich hier endlich mal jemand des Themas annimmt? Es berührt mich sehr. Es berührt mich in Bezug auf das Versäumnis der früheren Zeiten, wo es eigentlich auch notwendig und sinnvoll gewesen wäre. Ich kann jetzt nur bestätigen, was gesagt worden ist. Dass das jetzt so ist. Und da sind wir ganz froh. Ich weiß aus anderen Bundesländern, dass die längst nicht so weit sind. Und dass es ein schwerer Kampf sein wird, für die behinderten Menschen das zu erreichen, was wir hier erreicht haben und was wir hier gemeinsam machen. Aber es ist schon schlimm, dass es jetzt erst ist.